Ja, mein Name ist Jochen Wiedenbach. Wir stehen hier am Oldtimer-Treffen in Schienen im Jahr 2018. Seit 1994 veranstalten wir das alle zwei Jahre. Die Gründung dieses Festes war auf eine Initiative einer der örtlichen Fahrschlepperfreunde. Aber diese waren personell nicht in der Lage, das zu stemmen. Und so hat der Musikverein und die Freiwillige Feuerwehrabteilung Schienen das in die Hände genommen und dieses Event rings um die Oldtimer veranstaltet. Wir hatten dieses Jahr etwa 300 Oldtimer, Autos, Motorräder und Traktoren. Ja, also das Oldtimer-Treffen in Schienen, da bin ich oder wir sind schon zum dritten Mal, das ist ja alle zwei Jahre. Wir sind von Überlingen am Ried hergefahren, über den Schiener Berg, haben am Schiener Berg ein Picknick gemacht, haben einen kurzen Stopp gemacht, gutes Bauernbrot, Landjäger, ja, was so dazugehört, gekochte Eier und so weiter. Und dann sind wir hierher gefahren. Hier haben wir unser zweites Picknick. Es ist sehr ungezwungen hier, es ist sehr schön, es hat eine lockere Atmosphäre, schon fast wie Camping. Da drüben hier hat es ja lauter Campingwege. Und wir haben hier unseren Sonnenschirm aufgestellt, sagt keiner was, es ist also wirklich eine lockere Atmosphäre. Und du hast ein wenig einen weiteren Weg gehabt? Ja. Also ich bin heute Morgen mit dem Zug dann nach Böhringen gefahren, von Konstanz aus, weil mein Kollege gefunden hat, komm doch einfach mit, mach mal einen Ausflug mit dem Traktor. Da habe ich gefunden, oh, geile Sache, mache ich doch gerade mit. Ich darf auch selber mit dem Traktor fahren, das war dann natürlich noch ein Highlight mehr. Und da sind wir halt von Überlingen mit dem Traktor schön gemütlich, entspannt und ja, entschleunigt sozusagen auch daher gefahren. Das war eine voll coole Sache. Ja, das war jetzt meine Geschichte und der Rainer erzählt euch bestimmt noch ein bisschen was über seine Traktoren, gell? Wenn man sich so überlegt, wie kommt man überhaupt zu so einem Hobby, dass man sich so einen Traktor als Hobby aussucht. Das war so, ich bin ein bisschen geprägt von der Herkunft von meinen Eltern, von der Landwirtschaft, da bin ich als kleines Kind schon drauf gesessen und das prägt einen, das hat man einfach so in sich. Und dann habe ich mir irgendwann mal so überlegt, so mit 30, ich verzichte mal auf den Urlaub, auf die Dominikanische und schaue mal, was ich als neues Hobby machen kann und es war dann dieser Traktor. Da habe ich nur noch die Originalrechnung dazu, der von 1958, da hat der Traktor damals 5.700 D-Mark gekostet. Dann kam noch ein Mähwerk dazu damals, wo der Landwirt damals noch gebraucht hat. Das Mähwerk hat einen Zusatzbetrag von 690 D-Mark und dann ist der Gesamtsumme ungefähr von 6.500. Und mein zweiter Traktor, der kam dann 10 Jahre später zur Restauration, den habe ich gekauft, war im sehr schlechten Zustand. Komplett in alle Einzelteile auseinandergebaut, sandgestrahlt, lackiert, technisch natürlich auch einiges erneuert und verbessert. Und das ist mein zweiter Traktor. Ich denke mal, bei den zwei Traktoren wird es bleiben. Da habe ich meinen Spaß dran. Und so ein zweijähriges Traktortreffen Schienen, das finde ich immer ein tolles Favorite-Merkmal, dass ich da einfach auch was zeigen kann, was ich alles gemacht habe. Und man ist unter Gleichgesinnten. Und haben auch noch verschiedene Vorführungen gemacht, wie zum Beispiel Zimmereihandwerk, Schmiedehandwerk, Erntevorführungen vom angrenzenden Acker. So, dann tue ich jetzt meine schlichte Dreschart auch schon länger. Und auch hatten wir dieses Jahr einen Sensenlehrer vom Deutschen Sensenverein hier. Liebe Freunde der alten Technik und des alten Handwerks, ich bin heute nach Schienen gekommen und da danke ich ganz herzlich der Freiwilligen Feuerwehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich darf euch heute ein paar Sachen zeigen,
zum Sansenmal, zu der alten Handwerkstechnik der Bauern, damit jetzt das alte Wissen nicht verloren geht. Zunächst habe ich einmal eine ganz normale Cross-Sans dabei, in dem Fall ein 90er. Die tue ich jetzt erstmal scharf machen, dann erstmal schärfen. Weil ich Linkshänder bin, drehe ich sie um. Und wenn ich gestern noch fleißig war und ich hoffe, dass wir das immer sind, dann haben wir einen gescheiten Dengel hier gemacht. Sonst bringe ich die Sans nämlich gar nicht scharf. Ja, was ist denn jetzt der Dengel? Der Dengel ist kalt geschmiedet. Ganz vorne an der Schneide habe ich mir mit dem Hammer wieder ein Rasierklinger ein dünnes Flächen gemacht. Haben wir die Sansenbladel haben wir gedengelt. Wir haben die Schneid scharf gemacht mit dem Wettstor. Der Wettstor ist immer im Wasser, den habe ich da dabei. Der ist immer im Wasser, so bleibt er immer sauber, weil das Metall, das man beim Wetzen abschleift, am Metall wieder wegoxidiert. Also Wasser, immer Wasser im Kumpf drin und immer ein Wettstor im Wasser. Jetzt ist unser Sansenblatt scharf, jetzt probieren wir es aus. Natürlich muss der Sansenstiel oder wie es bei euch auch heißt, der Sansenwurf, der Sansenwarp, der muss die richtige Kresse haben, der muss richtig eingestellt sein. Die Sansen ist so konstruiert, dass sie immer schneidet und nicht das Gras abschlägt. Sonst hätten wir einen Kampf gegen das Gras und den verlieren wir immer. Ich zeige euch das ein bisschen.